Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.2. Ja, was soll ich sagen? Wir sind dabei, Feld 12 zu ernten. Ist gar nicht so klein. Ich habe einen Abfahrer und einen Drescher da drauf. Naja, ich habe das Gefühl, das kann eine Woche dauern oder zwei. Weil das doch sehr, sehr groß ist. Und der Weg zum Eierhof, um da das Getreide hinzubringen, ist kein kurzer. Und Roggen bringt scheinbar viel Ertrag. Auf jeden Fall ist mein Drescher ruckzuck voll. So. Jetzt versauen wir bloß nicht den Kurs hier mit dem Abbiegen, ey. Dann drehe ich durch. So. Einmal speichern. 12. Hallo. Mann. Eierhof. Und jetzt gucken wir erstmal, wo denn der Drescher ist. Tanken den erstmal ab. Dann stelle ich einen Fahrer ein. Diesen Kurs, den kann ich auch für Feld 9 benutzen, das ist ganz praktisch. Vor allem, weil uns ja Feld 9 noch nicht gehört. Ja, aber theoretisch. Versteht, was ich meine, ja? Schauen wir mal, dass wir hier mal abtanken. Doch, nee, ja. Ach, oh, ist leer. Alles klar. Ja, dann stellen wir mal einen Fahrer ein, ne? Kein Drescher in Reichweite ist ja auch Bullshit. Naja. Gut, so. Der muss aufgefüllt werden. Ja, nicht viel geschafft. Muss man ja leider so sagen. Das mit dem Auffüllen ist auch noch nicht optimal. Gefällt mir noch nicht. Also schön ist, dass ich daran in dem Teil beides habe. Aber das ist auch alles. Ich daran dann richtig cool finde. So. Und im Endeffekt ist das Teil ja jetzt auch schon fast leer, das andere, weil da ja nichts reinpasst. Klapp aus. Werd fertig.
seid. Probier ich mal. Wie weit denn hier die Baustelle bei der Brücke schon ist. Prozent. Noch Stahl haben. Achso. Ein Drescher in Reichweite. So, ein bisschen durcheinander, kann das sein? Das wird lustig. Ich sage, dass das ein Ding der Unmöglichkeit wird, aber das wird lustig. Ja, dann fahr mal. Willst du noch nicht abfahren, oder? Kann ich doch nicht annehmen. Hammer, ey. Ja, es ist aber auch schon echt groß, Feld 12, ne? Das ist, glaube ich, mein größtes Feld. Fruchtumfahrung deaktiviert.
Was ist denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Ist schon wieder voll. Gibt's doch gar nicht. Dann gucken wir mal, der jetzt automatisch abfährt. Ist ja auch krass, was Roggen für einen Ertrag bringt. Bin noch nicht einmal ganz rum und hab schon irgendwie fast 50.000 Roggen. Das ist schon heftig. So, was mich jetzt eben noch interessiert, deshalb bleibe ich jetzt mal dabei, ob der jetzt vernünftig auch ablädt am Hühnerhof. Am Eierhof. Das kriege ich ja gar nicht alles hier am Eierhof unter. Da muss ich ja auch nochmal zum Hofsilo wahrscheinlich fahren. Ne? Schon heftig, ey. Schon sehr heftig. Ja, wie seid ihr denn überhaupt ins neue Jahr reingekommen? Habt ihr groß gefeiert? Habt ihr Party gemacht oder eher ruhig? Wart ihr zu Hause? Wart ihr im Urlaub? Wart ihr bei Freunden oder irgendwo auf einer öffentlichen Party oder was habt ihr gemacht? Schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ja. Also ich habe schön ruhig mit der Familie, ich war im Urlaub und wir haben schön ruhig mit Freunden im Urlaub mit der Familie gefeiert. Das war ganz angenehm, hat richtig Spaß gemacht. So, weiter geht's hier runter. Mal sehen, ob das klappt. Wenn nicht, drehe ich durch.
schön. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Wieso klappt das denn nicht? Muss ich da tatsächlich jetzt einen Abkipppunkt setzen oder was? Ey. Das würde mich ja aufregen. Mich ja echt aufregen. Da noch eine Chance. Aber wenn er das dann nicht macht, dann weiß ich auch nicht. Ist eh jetzt die letzte aus dieser Session. Mehr mache ich dann erstmal nicht. Lade ich eben von Hand. Mir doch egal. Ne, egal ist mir das nicht. Ärgert mich schon tierisch. Aber ist ja nix. Kann jetzt auch schlecht sein. Deshalb nehme ich wieder mit zurück, ne? Ich meine, der Drescher steht eh schon wieder. Zweiten Abfahrer mitzunehmen sollte. Im Prinzip ist es ja auch egal, ne? Es läuft ja. Ob es wirklich läuft, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like, abonniert mich und es würde mich alles tierisch freuen. Und noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und in diesem Sinne sage ich dann mal Ciao!